Mit knapp 1 Milliarde Tonnen CO2 verpesten Flugzeuge jedes Jahr weltweit die Atmosphäre. Müsste nicht sein, meinen Schweizer und deutsche Forscher, ihr Lösungsansatz einer Art Mini-Solarraffinerie auf dem Dach der Technischen Hochschule Zürich, die aus Sonnenlicht und Luft CO2-neutralen Treibstoff herstellen kann. Ihr Vorbild, die Natur. Eigentlich ist es das Gleiche, was Pflanzen tun. Sie nehmen CO2 aus der Luft, ganz viel Sonnenenergie, und sie rekombinieren das in Moleküle, die wir später verbrennen können. Technisch umgesetzt funktioniert das etwa so. CO2 und Wasser werden direkt aus der Umgebungsluft herausgefiltert und mit Solarenergie aufgespalten. Dabei entsteht ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, genannt Syngas. Dieses kann anschließend zu Kerosin, Methanol oder anderen Kohlenwasserstoffen verarbeitet werden. Der Vorteil, der so gewonnene Treibstoff setzt bei der Verbrennung nur so viel CO2 frei, wie ursprünglich aus der Luft entnommen wurde, ist also CO2-neutral. Idealer Standort für so eine Anlage wären Wüsten wie die Sahara. Auf einem Areal so groß wie Niedersachsen ließe sich mit riesigen Spiegelfarmen der gesamte Treibstoffbedarf der kommerziellen Luftfahrt produzieren, würde dafür flächenmäßig aber nur etwa 0,5% der afrikanischen Wüste benötigen. Ein weiterer Vorteil von Solarkerosin gegenüber fossilen Treibstoffen: der geringere Rußausstoß in die Atmosphäre. Erste Studien legen nahe, dass es sich um vielleicht 90% weniger Rußpartikel bilden könnte, sodass man davon ausgehen kann, dass solares Kerosin auch diesen Klimaeffekt deutlich verringern wird. Noch ist das alles nur ein Projekt, doch mit der entsprechenden Umsetzung könnte Fliegen ohne Flugscham schon bald Wirklichkeit werden.